Moin und willkommen Leute zur neuen Folge Minecraft Panic SMP Season 2. Hier ist wieder euer Kekskaiser. Wir haben angefangen, das Postsystem und die Xenova Arena zu zeigen. Und seitdem hat sich einiges getan. Das war ungefähr vor einem Monat aufgenommen worden. Es wird wieder Zeit, ein bisschen euch herumzuführen und tatsächlich auch an neue Sachen weiterzuarbeiten. Like, ich habe jetzt nicht nur offline gespielt. Ich werde jetzt auch ein bisschen mit euch spielen. Also, fangen wir an. By the way, man merkt es schon, aber ich bin leicht erkältet, also entschuldigt meine Stimme, eventuell klingt sie komisch. Sie ist komisch. Also, als erstes, wir haben hier ein paar Blumen platziert, weil ich war sowieso am Blumenfarmen. Okay, ich habe jetzt keine Inventar. Für ein bestimmtes Projekt, was wir da hinten gerade am machen sind, dazu später mehr. Aber ich habe jetzt sozusagen hier da den Casino-Platz ein bisschen verbessert mit diesen rosa und violetten Blumen und so, damit es einfach hübsch aussieht. Und da hinten seht ihr schon, vor letzter Folge, das Postsystem hat jetzt einen Rahmen bekommen. Und so habe ich vor, sozusagen mit Regenbogenglas das ganze Postsystem einzuhüllen, sozusagen. Damit man zwar immer noch sehen kann, aber damit sozusagen einfach abgegrenzt ist von dem Rest der Umgebung. Was ich und Lüsse gemacht haben, in Creative, wir sind rumgeflogen und haben so gemacht, damit die Schienen permanent geladen sind. Das bedeutet, jetzt funktioniert das Postsystem einwandfrei. Das bedeutet, man kann jetzt wirklich MyCard nehmen mit der Truhe drauf, das Paket oder die Post reintun, Briefmarke rein und dann wird es automatisch verteilt. Ihr seht hier Aldin, Björn, Valentin, Lüsse, Dominik. Dominik Schiene hat nicht genug Budget gehabt, die ist jetzt einfach nicht vorhanden. Die anderen vier funktionieren aber. Ihr seht, da unten ist meine Abholstelle. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Video gezeigt habe, aber hier Post für Aldin. Da habe ich hier, kommt meine Post hin. Eben und sobald ich fertig bin mit dem Bienenhaus, fange ich dann an mit dem Regenbogenglas hier. Eben, ich habe schon die eine Seite fertig gekriegt, aber im Problem ist bei mir ist es sowieso so, ich fange irgendwie 20 Projekte gleichzeitig an und dann fällt es mir schwer, ein Projekt zu Ende zu bringen. Also ja, wie gesagt, Postschienen, das habe ich ja auch noch nicht gezeigt, sie gehen jetzt wirklich vom Postsystem hier bis hier, das eine geht zu Lüssin. Hier ist ja Lüssins Haus. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er hat ein bisschen weiter gebaut an seinem Haus. Ihr seht, das geht zu ihm. Ihr seht hier so auch so, ich habe so Stützpfeiler auch noch gebaut. Die gehen jetzt so hin. Die gehen das, wie gesagt, die eine Schiene geht zu Lüssin. Die andere geht hier runter zu Valentin. Geht in seine Base rein. Und die letzte Schiene geht dann zu Björn. Die ist außerhalb der Render Distance, aber da hinten ist ja Björns Base. Fuck. Ja, und Dominiks Haus, wie gesagt, das Budget. Das hat nicht gereicht, okay? Wenn er gerne mir ein paar Diamanten oder Material zahlt, kann ich es gerne fertig bauen, aber I need some money. So, jetzt kommt das Hauptproblem, warum ich hier, ich habe es ja schon vorher gesagt, ein Bienenhaus am Bauen bin. Das ist basically, was ich hier die ganze Zeit am Bauen bin. Ich bin noch nicht fertig mit dem Innendesign und eigentlich auch nicht mit dem Außendesign. Das bedeutet, während ich jetzt rede, werde ich jetzt gleich anfangen, Dings zu bauen. Sorry Leute, ich habe jetzt OBS wieder repariert. Das sollte jetzt wieder alles so sein wie vorher. Aber vorher hatte ich halt eine Bildschirmaufnahme, stand eine Programmaufnahme drin. Und das buggt ein bisschen bei meinem PC. Egal, wo waren wir? Bienenhaus. Warum bei euch ein Bienenhaus? Eine Antwort. Honig. Und damit ihr das Honig-Problem versteht, zeige ich jetzt die ganze Kettenreaktion. Mein Nummer 1 Ziel zu oberst oben ist, Diamanten zu verdienen. Nicht, weil diesmal, dass ich wie letztes Jahr Kapitalist werde, sondern einfach, damit ich Geld habe, um andere Sachen finanzieren. Jedenfalls, Nova Arena, ziemlich guter Weg, Geld zu verdienen für mich, Glücksspiel. Problem ist, ich habe selber gerade nicht genug Diamanten, um das Glücksspiel überhaupt anzufangen. Sobald ich irgendwie zwei Stacks Diamanten reintue, werden sich die Diamanten einfach regenerieren. Aber ich muss erstmal eben Diamanten reintun. Man muss Geld investieren, um Geld zu verdienen, oder? Jetzt, wie bekomme ich Geld? Ihr habt da so eine bestimmte Idee. Ich werde noch nicht verraten, was es ist, aber man kann sich denken. Und eben für diese bestimmte Idee brauche ich gerne Honig. Und das bedeutet, weil ich eben Honig brauche, bin ich am Bienenhaus am Bauen und eben, das wollte ich einfach erklären. Das ist sozusagen das die Kettenaktion. Der Grund, warum ich ein Bienenhaus baue, ist, damit ich das Casino finanzieren kann. Klingt ein bisschen komisch, aber es hängt miteinander zusammen, also glaubt mir. Jedenfalls, ich kann auch noch weitersprechen, was auf dem Server so los ist, während ich hier fertig war. Ich habe den Weg extra bereitgelegt. Aber wir werden jetzt einfach hier das Dach weiterbauen, während ich euch erzähle, was so los ist und so ein Shit. Also, was hat sich dem Server getan? Das letzte Video, wie gesagt, wurde vor ungefähr einem Monat aufgenommen. Ich nehme jetzt am 29. Mai auf. Das letzte Video war irgendwann im April.
wir haben wieder das klassische Problem, nicht so viele Leute sind online. Es ist sozusagen ein positiver Feedback-Loop, wenn irgendjemand online ist. Wenn zwei Leute online sind, motivieren sie sich gegenseitig, dann kommt ein Dritter hinzu, er wird von denen auch motiviert. Und es bedeutet, dieser Motivationszyklus geht weiter und weiter, man motiviert sich immer gegenseitig, online zu kommen. Das Problem ist, bei uns fehlt ein bisschen momentan dieser Motivationszyklus. Like, keiner hat einfach Lust, zu kommen, online zu kommen. Punkt. Vollstopp. Wie gesagt, wir kommen wieder zum klassischen Problem, ist, ich will sie eigentlich zwingen, Minecraft zu spielen. Also sie wird wohl nicht forcen. Aber ich weiß, dass es auch nichts bringt, wenn sie demotiviert das Spiel spielen. Sozusagen, sie müssen sich von sich selbst aus motivieren, damit sie das scheiß Spiel spielen, you know? Und ja, sie haben halt gesagt, sie kommen online, wenn sie Lust haben, aber momentan fehlt die Lust. Spoiler, ich spiele wieder, wie gesagt, alleine. Wie gesagt, ich werde das Projekt weitermachen, egal ob jemand online ist oder nicht. Von mir aus ist es jetzt wie ein fucking persönliches Let's Play. Es ist wie eine Solo-Welt, könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand online ist. Man sieht zwar die Gebäude von anderen Spielern, aber wenn sie eh nicht online sind, ist es wie eine Solo-Welt. Aber was besser ist, als über die Vergangenheit zu reden, ist über die Zukunft zu reden. Spoiler, was wird denn nächst auf diesem Server passieren? Wie gesagt, sobald ich ein Minenhaus habe und Honig habe, werde ich einen Weg finden, definitiv Diamanten zu machen. Dann werde ich wahrscheinlich als nächstes selber schauen, damit ich XP bekomme. Weil ihr wisst ja, noch ganz am Anfang wollte ich eine Bambus-Kaktus-Farm machen in diesem zweiten Industriegebäude. Und sagen, damit mir Lüsse die Bambus liefert und Valentin den Kaktus. Problem ist, wie gesagt, weil die online sind, ist die Idee sozusagen gestorben. Weil, like, oder ich habe keine Lust, selber die Farms zu machen, weil das ist nicht so lustig. Es wäre viel lustiger, hätte ich sozusagen, sie bauen mir die Farms und ich müsste sie einfach so mit Schienen verbinden. Wie gesagt, die Schienen sind immer noch hier. Sicher seit irgendwie 3 Monaten sind einfach da Schienen. Und die müssen wir nur fertig bauen zu ihren Basen und das wär's. Ich bin ja ehrlich, der einfachste Weg wäre jetzt einfach straight up eine Mob-Farm zu machen, wie gefühlt bei jedem Scheißprojekt. Weil es ist die beste Farm, es ist einfach so. Ich kann mich auch nicht selbst belügen. Oder werde ich auf XP farmen oder kann ich dann wirklich mit Verzaubern anfangen? Weil das Einzige, was ich habe, ist, ich habe hier Ekaterina, das ist die Silk Touch Pickaxe, und ich habe noch Piki die zweite, das ist meine Glück 3 Pickaxe. Das war's, mehr habe ich nicht verzaubert. Und schau mal, wie weit wir eigentlich im Spiel schon sind. Es ist eigentlich krass, wie langsam wir sozusagen hier im Spiel progressen. Und normalerweise um diese Zeit hätten wir schon längst den Enderdrachen besiegt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden so schnell nicht die Ideen ausgehen. Also, wenn ihr euch jetzt denkt, okay, jetzt kommt eine Zeit, wo einfach nichts mehr gebaut wird, wo einfach keine Ideen mehr fließen. Davon sind wir noch sehr weit entfernt. Also, wie gesagt, ich spreche jetzt nur von mir. Also, ich habe mehr als genug Ideen für diesen Server. Und of course, nachdem wir ein Bienenhaus gemacht haben, müssen wir aber immer noch die Bienen fangen. Also, steht das auch noch im Programm. Weil ich glaube, da hinten, ja, gibt es so ein, zwei Bienen. Wahrscheinlich da hinten, glaube ich, irgendwo bei Lüssen habe ich sicher eine gesehen. Ich wusste nicht, okay, ja, eben bei Eichen, vor allem bei Eichen sind Bienen. Häuser zu finden. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Es sieht sehr lustig aus, wenn du denkst, du zwei Dächer hast. Das war mein Design. Weil das ist mit Treppen. Hier habe ich dann probiert, das die noch ein Dach zu machen, aber mit Half-Slabs statt mit Treppen. Jetzt hast du sozusagen ein flaches und hohes Dach. Das sieht lustig aus, ganz ehrlich. Ich glaube, ich lasse es so. Ich glaube, ich mache das jetzt schnell bei der anderen Seite auch noch. Apropos Laternen. Ich merke gerade, dass ich sehr viel Scheiße mitgepackt habe, außer fucking Laternen. Das bedeutet, ich muss jetzt schnell... Ein wandernder Händler! So, jetzt können wir die Laternen befestigen. What the fuck? Was für ein Motherfucker, habt ihr gesehen, wie er einfach eiskalt auf mich zuläuft? Aber natürlich muss ich mir jetzt erstmal durch ein paar Verteidigungslinien... Oh, das sind sehr viele Bienen, schaut ihr das an. Ich muss mir erstmal durch ein paar Verteidigungslinien kämpfen. F3. Empty? Nein, das Target Flöte. Sind da jetzt Bienen drin oder nicht? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Das ist wirklich das, was mich gerade anscheißt. Ich nehme jetzt auch ein paar Häuser mit. Wenn da Bienen drin sind, sind da Bienen... Oh, doch, weil sie stacken sich nicht. In einer ist mehr Bienen drin als in der anderen. Oder die Bienen... das hat sogar Honig drin. Let's go, Leute. Das ist einfach wahrscheinlich hier einfach... Das hat Honig... Creeper. 2 Creeper. Oh, shit. Die haben Bienen. Ihr Haus wurde weggesprengt. Pogas. Das ist eine Biene. Jetzt muss ich warten auf die zweite, damit ich sie schon vermehren kann. Und dann baue ich auch noch den Dings, wie heißt es, mehrere künstliche Bienennester. Egal, weißt du, ich glaube, hier können wir unsere Folge beenden. So, Leute, danke natürlich fürs Zuschauen.
ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat an der Stelle. Abonniert für weitere Folgen. Wie gesagt, auf meinem YouTube-Kanal. Ich spiele Hearts of Iron, ich spiele Minecraft, Survival, Apple Panic S&P Season 2. Ich spiele auch ein bisschen Bed Wars. Wie gesagt, wenn noch eine Sache mehr gefällt als die andere, müsst ihr nicht alles schauen, aber trotzdem abonniert, damit ihr immer wisst, welches Video gerade hochgeladen wird. Kommentiert mal, wie sehr ihr mein Bienenhaus, ob euch das Design gefällt, ob ich ein paar Sachen ändern sollte. Oder kommentiert sonst irgendwas, es hilft ja für den Algorithmus. Und sonst, ihr wisst, was jetzt kommt. Ciao und bye.